Heute gibt es wieder ein Abonnent der Woche und zwar ist das Icons. Wenn ihr Abonnent der Woche werden wollt, dann müsst ihr einfach nur hier ein Abo da lassen und einen Kommentar mit dem Hashtag ADW für Abonnent der Woche. Und dann habt ihr eine Chance, hier gefeatured zu werden. Also, lass uns anfangen. Schieß, was geht? Heute gibt es eine neue Folge. Ich bewerte eure Teams und ihr seht, ich habe wieder ein ganz besonderes Trikot an. Heute, ja, es ist Frankreich und es ist nicht das, was ihr vielleicht denkt. Aber gut, die Nummer gibt es schon ein bisschen her, aber es ist kein geringerer als der aktuelle Real Madrid-Trainer. Es ist Zinedine Zidane. Und nein, es ist nicht Thierry Henry. Also, let's go. Beim letzten Mal hatte ich euch gefragt, dieses Team hier zu verbessern und dazu schreibt Moritz, für Deulofeu Insigne Road to the Final, dann Llorente auf den Rulebreaker upgraden, Varane und Ramos tauschen, dann Bellerin ersetzen durch Ferland-Mondi und als letztes Oblak auf den Road to the Final upgraden. Grüße. Ja, Grüße zurück, vielen Dank dafür und wir kommen zum ersten Team aus dieser Folge. Da haben wir nämlich keinen geringeren als den guten Niklas. Er folgt mir uns seit Oktober 2017 bei Twitter. Er schreibt, Hashtag Schießteam, Hashtag PS4-Share, hallo Jajan Community, das ist mein Team, habe 1 Million Budget, Untrade, LV, LML, ZOM, ZM und Stürmer, danke. Auch eine interessante Art und Weise, das hier, ja, aufzuzählen. Naja, wir lernen immer was Neues, ne? Gibt in jeder Folge irgendwie was Neues, was man sieht, was man vorher noch nicht gesehen hat. Ja, wir steigen rein, gucken uns das Team an. Let's go. Also. Alisson haben wir, dann haben wir Sambrotta, Van Dijk, Walker und Adama. Im Mittelfeld haben wir Henri, Mbappé, Ballack, dann Matthäus und Messi. Vorne haben wir Dalglish. An der Qualität des Screenshots kann man auf jeden Fall noch arbeiten. Naja, auf jeden Fall haben wir hier ein Budget, ne, einen Teamwert von 7 Millionen mit einem Budget von 1 Million Münzen. 188, wenn ich das richtig sehe, ist der Teamwert. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses Team. Damit 1, 2, 3, 4, 5 Ikonen. Das, ja, ist was. Ich weiß nicht, ob du dich da ausgetobt hast bei den ganzen Icon-SBCs. Ich könnte mir vorstellen, auf der Bank sehe ich auch noch so ein paar SBC-Spieler. Beziehungsweise, ich sehe Joao Felix und ich sehe Alessandrini, ja, und Nani. Ja, und da hier der Rechtsverteidiger auch noch. Ja, was kann man hier machen bei diesem Team? Was sind so Ideen? Also, wir haben da die Icons auf der rechten Seite. Das heißt, wir müssen da nicht Messi spielen. Den können wir rausnehmen und packen dafür Alessandrini rein von der Bank. Messi 80 Sprintgeschwindigkeit ist ein bisschen langsam. Deswegen wäre das, glaube ich, eine ganz gute Änderung. Als zweites könnte man dann Gomez in Form, die Informkarte für Van Dijk reintun in die Innenverteidigung, weil Van Dijk sehr langsam ist. Relativ langsam ist und das ist auf jeden Fall ein Nachteil bei dieser Karte. Als drittes könnte man dann noch Neymar reintun für Thierry Henry. Ja, und damit das chemietechnisch passt, müsste man auf die 4-3-3 die dritte umstellen und das wird dann folgendermaßen aussehen. Nämlich so mit Mbappé und Neymar vorne, den Icons in der Mitte und hinten, ja, ihr seht's. Das wäre der Vorschlag hier für dieses Team. Wenn ihr da andere Ideen habt, ne, was man da noch machen könnte, dann schreibt das gerne in die Kommentare und wir schauen uns gemeinsam das nächste Team an. Da haben wir nämlich eine Einsendung von Jason Jake. Er folgt mir und ja, schreibt Rest Up Kobe seit Juli 2020 bei Twitter. Er schreibt, beziehungsweise er hat auch einen Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne abchecken. ISOJJ19 heißt das Ganze. Und ja, er schreibt in seinem Tweet, Hashtag PS4, Hashtag Schießteam, hey, ja, alles an Trade, inklusive Bank, Budget sind 250.000. Wollen wir mal gucken, ob er gerade online ist? Komm, wir überprüfen mal. Ich meine, wer weiß, ne? Vielleicht macht er gerade Totipacks auf. Ich schau mal rein. Ah, schade. Wäre witzig gewesen. Naja, Grüße gehen raus an Schieß-Fan, an Konak, genauso wie an Freddy, an Augur und an Leo. Vielen Dank euch allen und wir schauen uns gemeinsam das Team an. Da haben wir im Tor Courtois, dann haben wir Semedo, Puyol, Varane und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Griezmann, Mbappé und Kanté. Griezmann, neuer Frisur oder was? Und vorne haben wir Lukas, dann haben wir zusätzlich Sissoko, genauso wie Dembélé. Ja, Butz, Digga, ist das Team. 187 ist die Bewertung. Das ist wahrscheinlich hier, wie ist das? Flying Uwe, ne? Flying Uwe hat das vorhin gesagt. Wir haben hier einen Teamwert von 1,8 Millionen Coins, so, und ein Budget von 250.000 Münzen. Ja, was kann man hierzu sagen? Wir haben ein Goldteam mit Puyol in der Mitte und auf der Bank haben wir einiges an Special-Karten, aber
keine eingebaut. Dennoch haben wir hier MAP, was natürlich sehr stark ist. Das sind sehr starke Goldkarten. Nichts Schwaches dabei. Was kann man hier machen? Man könnte als erstes einmal Griezmann rausnehmen und dafür Pogba reinstellen. So, dann haben wir einen offensiven gegen einen defensiven getauscht. Und damit wir das wieder gut machen, nehmen wir Rashford und packen den für Sissoko vorne rein. Ist dann auf Cam, aber Rashford ist alle absolut OP dieses Jahr. Und dann als drittes könnte man halt noch aus Chemiegründen Pogba und Mbappé tauschen, damit das Ganze Sinn macht. Ja, das wäre der Vorschlag hier für dieses Team. Wenn ihr andere Ideen habt, dann in die Kommentare damit und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von einem französischen Kollegen, einem Trikotkollegen, nämlich dem guten Dennis, hat Mbappé da als Hintergrund und ist Gold 1 Spieler in Division 1 und hat Twitter nur wegen mir. Alles klar, Grüße gehen raus aus Köln City seit November 2018 bei Twitter. Und er mag Blitze, offensichtlich. Also, er schreibt: Hashtag Team AI und Community, das ist mein Team, Untrade ist jeder. Budget liegt bei 200.000, in-game spiele ich die 4-4-2, Doppelsturm, Boutra und Mbappé. Ich würde mich sehr über Verbesserungen freuen. Danke im Voraus. Grüße gehen raus an Shish-Fan, genauso wie an Max Mustermann und Augur. Vielen, vielen Dank und wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Asenjo, dann haben wir Atal, Hierro, Diego Carlos und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Veron, dann haben wir Mbappé und Marquinhos. Vorne haben wir Martins, außerdem Boutra, Genio und Rashford. Ja, ich lese den Namen nicht vor, weil ich mir nicht sicher bin, was es heißt, bevor ich hier irgendwie Gott in die Welt beleidige. Wir haben eine Teambewertung von 185 und wir haben einen Teamwert von 3,1 Millionen mit einem Budget von 200.000 Münzen. Ja, interessantes Team. Drei Icons drin. Veron, Boutra, Genio und Hierro. Mbappé ist am Start, Rashford ist dabei, also ja, grundsätzlich mal ein gutes Team. Auch Atal mal eingebaut, das finde ich auch sehr cool. Sieht man nicht so häufig direkt von Anfang an. Kleiber auf der Bank ist natürlich, ja, wahrscheinlich Super Sub dann, ne? Und Kleiber und Malen gemacht, ja krass. Nein, krass, krass, krass. Wie auch immer, was kann man hier machen bei diesem Team, was sehr stark ist? Also, man könnte als erstes Martins rausnehmen und dafür Porto, Road to the Final, reintun. Das ist ja dann ein Strong Link mit Boutra, Genio. Und dann als zweites könnte man Courtois reintun für Asenjo im Tor. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Upgrade hier in der Torwartposition. Und das wär's. Ja, das wären die Vorschläge. Das wären die Vorschläge für dieses Team. Wenn ihr andere habt, dann schreibt das unten rein und wir schauen uns gemeinsam das nächste Team an. Das ist nämlich das Shish-Team. Ja, ihr könnt auf jeden Fall abchecken, ist auf Instagram, @Shish-Team. Checkt das ab, da geht es um Teams. Wir machen hier zum Beispiel Key-Spieler, ein Key-Spieler-Format, in dem ihr uns sagt, was wir für, oder was ihr für Untradables habt und oder was ihr für Key-Spieler haben wollt, um die ihr ein Team haben wollt. Schreibt eure Formation rein und das Budget und daraus basteln wir dann ein Team. Wie ihr hier seht zum Beispiel. Genau, also checkt das gerne ab und wir kommen zum nächsten. Das kommt nämlich vom guten Jeffrey. Folgt mir und ja, schreibt Wish You Were Here, Double H, also aus Hamburg nehme ich an. Er schreibt: Hey, hey, hoffe dir geht's gut, habe noch 400.000 zur Verfügung, alles an Trade bis auf Kente und Mondi. Danke, Hashtag Shish-Team. Da haben wir im Tor Peter Cech, dann haben wir Bellerin, außerdem Fabinho, Koundé und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Coman, dann haben wir Mbappé, Sissoko, Pelé und Robben. Und vorne haben wir Kanté. Ja, Heat 11 heißt das Team. 187 ist die Bewertung. Und wir haben hier einen Teamwert von 6,8 Millionen mit einem Budget von 400.000. Ist natürlich krass hier mit Pelé 95er. Sieht man nicht alle Tage. Also GG dazu. Ich gehe mal stark davon aus, dass du den gezogen hast. Aus einem Upgrade-Pack oder aus den Icon-Swaps oder sowas. Auch Peter Cech, kein schlechter. Ja, sehr starkes Team. Was natürlich so ein bisschen rausfällt, sind so Karten wie Coman auf der linken Seite als Beispiel. Da sind noch so ein paar Sachen, die man irgendwie, ja, perspektivisch ändern könnte. Ich meine, hier würde theoretisch Neymar ganz gut reinpassen. Aber wir haben natürlich nur ein Budget von 400.000. Deswegen, ja, machen wir langsam. Als erstes, was man machen könnte, wäre hier Varane reinzutun für Fabinho, der zwar stark ist, aber leider ein bisschen langsam. Also das wäre eine Sache, die man machen kann. Nicht muss, aber die man machen kann. Varane ist halt einfach, ja,
komplett Meta, dieses Spiel. Dann als nächstes könnte man Moreno Freeze reintun für Bellerin auf der rechten Verteidigerposition, ja, damit das auch chemietechnisch irgendwie noch Sinn macht. Dann tun wir Pogba rein für Sissoko, ja, und dann als nächstes stellen wir um. Wir haben ja dann also zu der Änderung davor noch, wir haben dann einen sehr defensiven Kanté und einen Allrounder mit Pogba und wir stellen dann folgendermaßen um, nämlich so, dass wir Alex Moreno hier rechts haben mit Pelé gelinkt. Robben ist da nicht mehr auf Fullcam, aber gut, Robben kriegst du auch nicht auf Fullcam, außer du hast irgendwie noch einen anderen Ehrendivisie-Spieler oder eine holländische Icon. Also wenn du noch Hulle ziehst, so, dann kannst du das machen. Aber das wäre auf jeden Fall das, was man hier machen könnte mit dem Team. Wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt das in die Kommentare. Und ja, wir kommen zum nächsten Team. Das kommt nämlich von dem guten Besen oder so. Folgt mir und hat manchmal, schreibt, manchmal hat man Glück und manchmal halt nicht. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Manchmal geht es einem gut, manchmal geht es einem nicht gut. Manchmal, ja, ist man fröhlich, manchmal nicht. Das sind die wahren Weisheiten des Lebens, meine Freunde. Wir schauen uns an, was er geschrieben hat. Hashtag Schießteam, hey, ja, das ist mein Team. Wijnaldum, Martial und SBC sind on trade. Budget 120.000. Danke im Voraus. Hashtag FIFA 21 Xbox One. Hashtag Xbox Share. Alles klar. Grüße gehen raus an Shish-Fan. Vielen Dank dafür und wir kommen zum Team. Dann haben wir im Tor Pope. Dann haben wir in der Verteidigung Tavernier, Goldson. Außerdem haben wir Ake und zusätzlich Van Aanholt. Im Mittelfeld haben wir Sissoko. Dann haben wir Wijnaldum und Grafenberg. Vorne haben wir Arjen Robben. Dann haben wir Martial, genauso wie Kingsley Coman. Ja, erst heißt das Team. Ich weiß nicht, ob es erst Besitzer ist. Könnte sein. Wir haben eine Teambewertung von 183 und wir haben hier ein Budget von 120.000. Ja, das ist das Team. Das ist das Team, für das ihr eure Vorschläge abgeben könnt. Da bin ich sehr gespannt. Ich meine, das Team sieht auf jeden Fall vernünftig aus, 120.000. Ein bisschen Budget haben wir auf jeden Fall. Ja, da bin ich gespannt. Bin ich wirklich gespannt, was ihr daraus macht. Schreibt das in die Kommentare und ja, dann nehme ich einen, wie gewohnt, von euch in der kommenden Folge dran. Ja, und ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ne, dann checkt sehr gerne mal hier Shishplay ab. Kann sein, dass ich jetzt gerade live bin. Also das filme ich auf jeden Fall immer mal wieder. Und wir haben hier alle möglichen Videos, also Gameplay-technisch oder ja, Weekend League oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall das. Und ansonsten, ach, ist übrigens eine Endcard verlinkt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle gesund seid und bleibt. Das ist das Wichtigste. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, drückt auf die Glocke, abonniert und so weiter und so fort. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.